Hallo und herzlich willkommen zurück in Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich bin jetzt hier ein wenig im Anfangsgebiet herumgeirrt und ich habe jetzt hier unten zufällig ein Rätsel gefunden mit einer Tierpfote. Was übrigens auch der Grund dafür war, dass ich davon ausgehe, dass es sich um eins dieser legendären Tiere handelt, weil das Komische ist, egal wie nah ich stehe, ich kann nicht drauf zielen. Jetzt habe ich natürlich mein ganzes Pensum hier an guten Aktionen, habe ich jetzt schon verbraucht. Aber wir schauen trotzdem mal, wie ich mich schlagen kann. Oh, fuck. Geht das noch? Wo ist er hin? Dein Wasser. Yes. Blutgipfelhirsch. Und wir haben auch zwei Fertigkeitspunkte erhalten. Sehr schön. Da machen wir auch direkt mal ein Erinnerungsfoto von. Ich weiß, das nervt, aber ich finde es einfach nur cool. So, wir haben den Kopf des Blutgipfelhirsches bekommen. Den können wir natürlich leider noch nicht abgeben. Da müssten wir dann erstmal den Jäger bauen. Aber es ist trotzdem geil. Und ja, der ist auch schon ziemlich groß gewesen und ziemlich stark, finde ich. Aber er ist halt im Anfangsgebiet. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas Großes machen können. So kleinere Raubzüge und so weiter habe ich mittlerweile schon gemacht. Habe ich nicht aufgenommen, weil jetzt nicht so wirklich was Interessantes dabei war. Irgendwo hier in der Nähe, ich bin mir nicht mehr sicher, da war auch eine kleine Hütte. Die hatte noch etwas zum Einsammeln, entweder Reichtum, ich glaube es war Reichtum. Da kam man so nicht rein, da war was blockiert an der Tür. Dazu einen kleinen Tipp, da müsst ihr mit einer Fackel direkt an der Stelle, wo es blockiert ist, oberhalb von der Tür zielen und einen Moment lang warten, also mehrere Sekunden warten, bis das Ganze zwei- oder dreimal explodiert ist. Und dann könnt ihr gefahrlos das Ding zur Seite schieben und ja, könnt plündern, was es da drin zu plündern gab. So, nachdem dieses doch sehr überraschende Ereignis für mich, was heißt überraschend, wir wussten ja, dass hier irgendwelche Tiere kommen werden, wollte ich mal gucken, ob wir die Teile hier mittlerweile abgeben können. Yes, okay. Hier. Damit hat der Orden nun weniger Mitglieder. Mit Freude nehme ich es von dir an. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Ich danke dir. Vermutlich wird es noch mehr geben. Giftiger Schlag. Das hört sich sehr interessant an. Dann geh in Frieden. Eieiei. Okay. Ich gehe mal eben erst raus. So, dann schauen wir doch mal eben. Na, auf der rechten Seite, okay. Wie ihr seht, war ich fleißig. Ich habe ein paar Rätsel gelöst und so weiter. Oh, giftiger Schlag gibt's für beide Seiten, okay. Giftiger Fernangriff. Überziehe deine Pfeilspitzen mit einem Giftgemisch. Hatte ich das nicht schon? Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich das hatte, weil ich hatte das nämlich auf die linke Taste mal nicht gelegt. Das ist das Todeszeichen, Ja, also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich meine, bevor da dieser Riesencrash war, dass irgendwie nichts mehr funktioniert hatte, dass ich das schon bekommen hatte. So, Haken aufspießen. Das, ja.
Das, denke ich mal, kann ich rausnehmen und dann das Gift auf die linke Seite tun. Weil ich meine, mein Kommentar dazu war nämlich, dass ich auf beiden Seiten, also sowohl bei den Pfeil und Bogen wie auch bei Nahkampffähigkeiten, nämlich das Gift auf dem gleichen Teil hingelegt hatte, auf dem gleichen Platz hingelegt hatte. So, dann schauen wir mal. Also, wir haben noch die Hauptquest, bei der wir auf jeden Fall weitermachen müssen. Finde und töte Ordensmitglieder, das ist klar. Erfülle 10 Verträge, das dauert noch ein bisschen. Da bin ich übrigens nebenbei dran. Wir haben jetzt im Moment 4 schon erfüllt. Steht jetzt hier leider nicht drin. Ich glaube, das sieht man nur, wenn man rausgeht. Genau. 4 haben wir bisher erfüllt. Wenn wir alle erfüllt haben, dann schauen wir mal, was es da so als ja, Belohnung für gibt. Finde alle Codex-Seiten, das ist klar. Wir können hier auch gerne noch mal kurz gucken. Wissiger Halli genannt. 7 Elhörner war die Nacht alt, als Halli sich auf den Tisch stellte und einem anderen Mann auf in den Hafen. Reopedu, Sigurd wird mit den Ragnarssons hier sein. Genau. Und wir sind jetzt auch da. Die Frage ist jetzt nur, wo ist unser Bruder? Überblicke das Land, Freundin. Ah, in diesem, ja, ich sag mal, Kirchengebäude. Okay, haben wir denn hier noch irgendetwas Wichtiges oder Schönes? Da hinten scheint noch ein Rätsel zu sein. Ah, und hier vorne ist noch was, wo wir uns messen können. Das ist doch schön. Da würde ich schon fast sagen, dass wir da vorher mal vorbeischauen. Das Rätsel ist natürlich so eine Sache. Da scheint noch ein Artefakt oder sowas zu sein. Okay. Da ist auch noch eine geheime Tür, habe ich gerade gesehen. Okay, ich markiere mir das alles, was so direkt in der Nähe ist, weil ich das dann doch irgendwo immer besser wiederfinden kann. Moment. Bin ich jetzt doof? Da unten ist der... Ja. Irgendwo hier. Ach, da hinten. Okay. Nein, du sollst nicht schleichen. Ich hörte, dass Dänen langsam im Gehirn sind und klumpige Zungen haben. Kannst du das bestätigen? Viele Männer sind laut oder dumm. Beeindruckenderweise bist du beides zugleich. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, aber ja, lass es uns wagen. Ich knapp mich mir vor. Vorzüglich. Ein Spottgefecht. Willst du auch etwas wetten? Ja, ausnahmsweise. Hier. Danke. Fangen wir an. Mit dem Spott, den ich bringe, habe ich immer obsiegt. Das ist lustig, denn du bist. Das ist lustig, denn du bist's, der gleich unterliegt. Au! Stark und schnell. Hüte dich nur, Jungulf. Du bist nichts als ein Tölpel, du witzloser Wicht. Ach du Schwächling, du Milchbub, beeindruckst mich nicht. Sehr gut. Ich bin Spottstreitergott. Jeder Vers mir gelingt. Du bist langweilig, müde oder neid. Deine Reime sind schlecht und dein Festgefühl hinkt. Hast du dich... Deine Reime sind schlecht und dein Versgefühl hinkt. Oh, der tat weh, Jungulf. Beeindruckend. Yes. Du bist genauso schnittig wie deine Axt. Wie versprochen. Also gib mir meinen Gewinn. Hier, nimm. Du hast es verdient.
Yes, und wir sind ein Level höher. Sehr schön. Das muss ich doch gleich mal kurz zwischenspeichern. Ja, möchte ich. Bevor wir jetzt hier mit der Hauptstory weitermachen, werden wir jetzt mal kurz gucken. Wegen den Geheimnissen, weil das geht ja doch meistens schon recht schnell. Ich habe jetzt die Sachen im Anfangsbereich alle schon mal mehr oder weniger... Das halbe Heer ist in Tamefjord und wir haben Hilfe aus dem Süden bekommen. Wir haben das losgezogen, zur Verteidigung hier zu bleiben. Schade. Ich wollte Burgretts Gesicht sehen, wenn wir seine Feste stürmen. Jetzt werden uns nur große Geschichten bleiben, erzählt von besoffenen Helden. Okay, ich dachte, man könnte jetzt mit denen reden, aber scheint nicht so zu sein. Ich bin jetzt etwas abgelenkt. So, da oben. Ah, ja. Dazu muss ich sagen, ich habe jetzt herausgefunden, wie das funktioniert. Weil man muss nämlich dieses Ding immer im Blick behalten und den fliegenden Seiten folgen. Und irgendwann, bisher eigentlich immer am Wasser, aber das heißt natürlich nichts, bleiben die dann stehen. Ja, komm, lauf. Yes, und man kann die einsammeln. Genau so macht man das. Ich habe es jetzt endlich verstanden. Und habe jetzt schon zwei eingesammelt. Oh, das gab sogar zwei Fertigkeitspunkte. Das ist ja cool. Da werden wir dann auf jeden Fall mal kurz reinschauen. Wie ihr sehen könnt, hat sich bei mir auch einiges getan. Und zwar gerade auf dem Weg des Berserkers. Ich bin jetzt aktuell ein bisschen scharf auf die leichte Bogen-Kombo. Mehrere Schüsse in Folge mit dem leichten Bogen richten zusätzlichen Schaden an. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die nicht eventuell schon freigeschaltet hatte, weil mir das so bekannt vorkommt, aber naja. Okay, wir werden es auf jeden Fall jetzt freischalten, damit wir definitiv wissen, dass wir es freigeschaltet haben. Und wir haben jetzt, da wollte ich auch mal kurz gucken, Level 64, sehr schön. Dann haben wir schon fast das Mindestlevel, was man haben sollte, um in Asgard weiterzumachen. Haha. Aber alles zu seiner Zeit. Ich wollte noch mal kurz gucken. Da war doch eine Insel. Die war auf der Seite, rechts von mir. Okay. Da wollte ich mal schnell hingehen. Weil diese Sachen, also diese Rätsel und so weiter, ja meistens doch sehr schnell zu lösen sind. War jetzt meines Erachtens nach nicht mein Schiff, aber es sah irgendwie ähnlich aus. Ich müsste mal dafür sorgen, dass ich die Optik von meinem Schiff ändern kann. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie das ging. Ob das über die Schiffswerft ging. Keine Ahnung. Oh, singen ist schlecht. So, Skaris Erinnerungen. Meine Tage als Krieger sind gezählt. Statt unter einer alten Eiche zu sitzen und auf den Haufen zu blicken, sitze ich nun auf dieser einsamen Insel und blicke auf meine Vergangenheit. Wohin kann mein Weg mich noch führen? Willst du mit mir singen? Das hilft, die Zeit zu vertreiben. Komm her, setz dich zu mir. Hör dir meine Geschichten an. Okay, Geschichten anhören ist in Ordnung. Nur mit Singen, glaube ich, nicht so. Dieses Lied. Du hast sicher viele Tage auf einem Langschiff verbracht. Oh ja. Siehst du meine salzgegerbten Haare? Sie haben ziemlich was abbekommen im Lauf der Zeit. Jetzt sind sie wie Stroh. Dann solltest du dich von Pferden fernhalten. Du bist sehr scharfsinnig und hart im Nehmen, wie es aussieht. Aber du bist nicht vom Ragnarsson-Lager in Kleopedun. Ich hätte dich wiedererkannt. Ich gehöre einem anderen Clan an. Warum hast du deinen verlassen? Ich wurde verstoßen. Zu alt, zu schwach. Ich war nur noch Ballast. Ich muss mich daran gewöhnen, Schlachtfelder nur noch aus der Ferne zu sehen. Darin liegt keine Schande. Nicht viele leben lang genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Du hast es dir verdient. Habe ich das? Oder habe ich meine Gelegenheit verpasst? Ich dachte, ich wüsste, was kommt. Aber jetzt erscheint mir alles fremd. Sei offen dafür. Segle übers Meer.
Schreibe deine Lieder und schreie sie in den Wind. Das klingt doch schön. Du bist viel zu jung für so weise Worte. Dir und deinem Clan ist eine glänzende Zukunft beschieden. Ich würde gerne dazu beitragen. Nimm diesen Schlüssel. Wenn du in Cheopedum bist, geh zu meinem Haus am Hafen. Ein großer Baum steht davor. Darin wirst du einige meiner wertvollsten Besitztümer finden. Nimm sie an dich. Ich brauche sie nicht mehr. Du ehrst mich. Sieh es als Geschenk von der alten Garde an die neue. Odin sei mit dir, Drängar. Aha. Okay. Das ist ja schön, das hört man gerne. Es tut mir leid, aber ich muss auch ein paar von deinen Vorräten hier mal eben kaputt machen. Es könnte ja sein. Okay, es war nichts drin. Ich war es nicht. Ich sollte nach dem Haus des alten Wikingers Ausschau halten, wenn ich in Cheopedum bin. Ja, du bist da gerade drin. Aber ist okay. Ich bin, glaube ich, zur falschen Seite gerade gegangen. Ne? So. Was hat er gesagt? Es war ein Haus am See, meine ich, hat er gesagt, mit einem Baum davor. Das schauen wir doch mal eben. Breite deine Flügel aus. Ist denn hier irgendwas mit Reichtum angegeben, zufälligerweise? Weil das Haus würde ich jetzt schon gerne öffnen. Da ist ein Händler. Ja, das ist das hier, der Teil ist, das ist mir schon klar. Da unten haben wir auch noch was. Moment. Aber das ist wahrscheinlich dann unter der Erde, nehme ich mal an. Also hier wäre jetzt ein Baum, aber hier ist jetzt nicht so wirklich ein Haus. Das war jetzt aber nicht das, wo der Typ hier gefoltert wird, oder? Weil sonst hätte ich das, sonst müsste ich das jetzt auch nochmal alles neu machen. Nein. Das ist nicht euer Ernst. Wer steht hier vor Ivar Ragnarsson? Bist du Sigurd, Drängar? Avagor? Eivor. Wenn du weitermachst, wird der Boden dreckig. Ein bisschen Farbe schadet nicht. Wer sind die? Alles Späher. Haben sich wie Bauern gekleidet. Mutig. Sehr mutig. Diese kleine Gestalt. Es gab eine Zeit, da traf man sich auf dem Schlachtfeld und niemand träumte auch nur davon, Speer zu schicken. Und nun schüttelt man Hände, schließt Bünde. Nicht mein Ding. Sag bloß. Ich mag sie schreiend und wimmernd und stinkend vor Pisse. Hey! Guter Junge. Du bist frei, Sachsenschwein. Wühlte wieder durch die märzischen Felder. Ich hatte es ihm leichter gemacht. Folge mir. Ich führe dich herum. Ja, ich habe das jetzt nochmal... Ich nenne es einfach laufen lassen, aber wir kennen das ja alles. Dann ist ja nachher diese Quest, die wir mit dieser Frau machen, die müssen wir dann ja überreden. Das erklärt irgendwie auch, warum ich beim Charisma so niedrig bin.
Eine ganze. So, jetzt hin. Also den Rest werde ich jetzt gleich auf jeden Fall abkürzen, weil wir haben das ja alles schon gesehen, weil wir das ja alles schon gemacht haben. Ich begreife es nicht. Ich begreife es einfach nicht, was da wieder passiert ist. Ich nehme an, bei ihm werden wir meinen Bruder finden. Ja, Uba und Sigurd sind geschwätzig wie immer. Putz dir schon mal den Schmalz aus den Ohren. Ich meine, es kann ja irgendwie nicht sein, dass ich jetzt ständig die ganzen Quests wiederholen muss. Vor allen Dingen gerade auch die Hauptquests. Ich meine, Nebenquests, klar, die wären natürlich noch schlimmer. Verkauf mich nicht für dumm, Uba. Ich weiß, dass Burgred dir... Ich gehe nirgendwo hin, du Aas. Der König ist in Aufruhr versetzt. Wofür du bezahlst? Du vergisst das... Wäre ich an dein... Das Falschen um Silber zieht... Wenn die so... Ey, würde. Und wenn wir ihn... Um diese Aufgabe habe ich nicht... Sie misstraute ihm ja die ganze Zeit... Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal gesagt. Hast du denn das Zeug zum König? Eines Tages. Der König im Moment hat noch so ein... Wir haben sie... Wenn wir Tamevjord ein... Ja. Abse... Nicht je... Aber das... Seine Bitte... Cheolwulf hat seinen König verraten. Das kann ich nur mit der Bitte wahr... Und ich will das Beste. Das ist ein guter Plan. Ja, aber vergiss nicht. Sobald... Die kühnen Söhne ragen... Ich muss... Wir haben einen... Geh ruhig. Blick noch ein... Schön, dass du... Sei unbesorgt. Nur aus... Ein lebendiger Ort. Hier gibt es einiges zu sehen. Ja, das ist alles schön und gut, aber es kotzt mich wirklich so dermaßen an, dass ich jetzt schon wieder alles neu machen muss. Ich packe meine Sachen und wir sehen uns dann in Tamevjord, sobald es vorüber ist. Haben wir hier noch irgendwas, was ich plündern kann? Was ja seltsam ist irgendwie schon. Das habe ich auch schon vorgelesen normalerweise. Hinter mir sollte die Tür sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie das war. Ich weiß noch, ich bin nach draußen gelaufen, aber ich meine, die Tür war nicht draußen. Ja, genau, über den habe ich mich auch aufgeregt, dass der hier einfach so in die Ecke pinkelt. Das habe ich noch absolut im Kopf. Und ich weiß, ich bin dann hier reingegangen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich hier drin jetzt... den Geheimgang gefunden hatte oder ob der jetzt auf der anderen Seite draußen war. Das habe ich, glaube ich, vorher noch nicht gesehen, oder? Muss ich da denn hin? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. 30 Meter in die... Ach so, genau, das war hier ganz offen. Das war's. Okay, die Frage ist jetzt nur, was hatten wir jetzt da gefunden, was ich jetzt nicht mehr habe? Ich meine, das war doch dieses Rätsel mit dem Verschieben, oder? Dass ich durchs... Okay, es war anscheinend nicht das, was ich jetzt meinte, wo ich durchs Wasser muss. So, die Seite, die ich bereits erhalten hatte, haben wir jetzt auch wieder... Hier war, glaube ich, so nichts mehr. Doch, Moment, hier ging es noch weiter. Genau, die beigesetzten Könige. Rabe ist nicht verfügbar, okay. War aber noch eine zweite Tür. Los, Sühnen. Das war die eine. Vorhin wurde doch noch eine zweite angezeigt.
Okay. Also anscheinend haben wir jetzt hier alles, bis auf, ja, das haben wir natürlich noch nicht abgeschlossen mit dem Haus. Oder meint der eventuell da hinten das Haus? Aber das scheint, ich meine, das scheint hier alles verlassen zu sein. Da wird allerdings auch, obwohl, naja, da wird was Goldenes angezeigt. Da ist auf jeden Fall noch was, was wir plündern können. Da müssen wir gleich hin. Okay. Das speichern wir auch nochmal ab. Also es ist wirklich abartig. Moment, jetzt laufe ich in die falsche Richtung, ne? Es ist wirklich abartig, was hier mit den Spielständen passiert. Ich meine, wer mein Let's Play aufmerksam verfolgt, beziehungsweise die anderen Folgen halt eben mitbekommen hat, der hat mitbekommen, dass ich das jetzt hier zum zweiten Mal auf jeden Fall schon gemacht habe. Und beziehungsweise zum zweiten Mal mache. Also die Sache mit der Tonno, mit dieser komischen Tussi da, die eben da drin war, die habe ich ja aus Versehen getötet. Was aber nicht ganz so schlimm war, weil ich dadurch dann wieder mein Gold zurückgehalten hatte, womit ich sie quasi vorher bestochen hatte. Und es ist einfach nicht normal, was hier passiert. Ich meine, ich habe jetzt zig andere Sachen in der Zwischenzeit gemacht. Wenn ich jetzt morgen wieder ins Spiel reingehe, kann sein, dass das auch alles schon wieder weg ist von meinem Fortschritt her. Wenn ich Pech habe, sind vielleicht die Fortschritte von Asgard irgendwann weg. Also es ist wirklich wie russisch Roulette, wenn man ins Spiel reinkommt. Und ganz ehrlich, wenn das jetzt nochmal passiert, das wäre dann das dritte oder vierte Mal, dann ganz ehrlich, muss ich erstmal eine Pause machen, bis ich irgendwo mitbekomme, ja, dass es endlich wieder funktioniert. Weil es kann einfach nicht angehen, dass man nichts machen kann. Dass man immer, wenn man irgendwas gespielt hat, das ganze, der ganze Fortschritt wieder weg ist. Es kann einfach nicht sein. Ich muss sehen, was du siehst. Es war gar keine Hütte. Tja, die Hütte mit dem Baum. Ich meine aber, er hätte gesagt, am Wasser. Dürfte es doch eigentlich nicht so viele geben. Vielleicht meinte er auch den großen Baum. Also ich gehe nochmal eben auf der anderen Seite gucken. Wenn ich daran denke, werde ich das Ganze dann so zusammenschneiden, dass ich das hier cutte und ihr gleich wieder dabei seid, wenn ich das richtige Haus gefunden habe. Dich kann ich anheuern? Meine Klinge an deiner Seite. Alle werden unseren Zorn fürchten. Der hat von meinem Erfolg gehört und wäre geehrt, sich meinem Clan anschließen zu dürfen. Jomsvikinger sind ehrbare Krieger, die einem strengen Verhaltenskodex folgen und ihr Leben den Kampf verschrieben haben. Sie kämpfen an seiner Seite, solange du sie bezahlst. Kosten die jetzt einmalig 100 oder wie? Aber das sind die von anderen Spielern, so wie ich das jetzt verstanden habe. Wenn du meiner Stärke bedarfst. Okay, ja, haben wir wieder was Neues gelernt.